Hallo meine Lieben, hier nochmal Sabine, immer noch aus Ägypten. Ja, heute mal ohne Corona-Irrsinn, Klimawahn und Trans hast du nicht gesehen, obwohl das Thema, über das ich etwas erzählen möchte, eigentlich eher ja zum Lachen ist, aber trotzdem auch nicht zum Lachen ist und auch zeigt, wohin eigentlich die Reise heutzutage gehen soll in unserer Welt. Und da muss ich sagen, ich bin offended. Und dafür habe ich mir auch ein eigenes Modelabel jetzt ausgedacht. Und zwar, das müsst ihr euch jetzt spiegelverkehrt vorstellen, weil wenn ich das ganze Videospiegel umdrehe, dann ist das alles Mist, weil dann sehe ich ganz anders aus, als ich denke und dann, das verwirrt mich. Also stellt euch das einfach mal vor. Das ist mein neues Modelabel. Of Fendi. Nicht? Das ist in dreifacher Hinsicht, ne, ist das total gut. Und wenn ihr wisst, also wer von euch weiß, warum das hier dreifach irgendwie gut ist, nicht? Der kann mir das in den Kommi schreiben und der gewinnt dann vielleicht mein Koch- oder Backbuch. Nicht? Weil einer von denen, wenn es mehrere wissen, wobei ich es ehrlich gesagt, ich glaube, weiß, ist wirklich so, eigentlich logisch, aber andererseits auch schwierig. Also wenn jemand von euch das weiß, schreibt es rein, dann könnt ihr ein Buch gewinnen. So, aber um was geht es eigentlich? Also wer von euch amerikanisches Trash-TV guckt oder ja, sehr viel im Internet unterwegs ist und gerne Klatsch und Tratsch mag, der weiß, um was es sich jetzt handelt, wenn ich gleich etwas erzähle. Für mich sind das so Sachen, wo man ja immer gedacht hat, sowas kann es eigentlich gar nicht geben. Gibt es dann aber doch. Ich bin da irgendwie zufällig reingerutscht. Ich folge eigentlich einer ja, YouTuberin, Michelle Daniels, die macht so eine Sendung, wo sie irgendwelche amerikanischen Formate halt irgendwie auseinandernimmt oder auch andere Videos von anderen YouTuber und das ist wirklich lustig, amüsant und bin dann auch zufällig noch zu zwei anderen gekommen, zu Yo Wet Socks und zu Lazy und die machen das nämlich auch und da bin ich auf dieses Thema überhaupt gekommen, nicht? TLC, kennt ihr TLC? The Learning Channel. Also man lernt da, was lernt man da eigentlich? Also man lernt Soziologie und Psychologie im Endeffekt, weil was da gezeigt wird, das kann sich eigentlich kein Mensch wirklich vorstellen, aber es gibt es wirklich, nicht? Also es gibt es wirklich. Und ja, da kann man einfach so Sendungen sehen, bei denen man eigentlich nicht hingucken möchte, aber auch nicht weggucken möchte. Kennt ihr das, wenn man so irgendwie sich die Augen zuhält und dann linst man da so zwischendurch, weil eigentlich ist das ganz furchtbar, aber man muss trotzdem hingucken. Also was ist das? Also da gibt es Sendungen wirklich, da kann man wirklich erkennen. Also Babylon ist nichts dagegen, Sodom und Gomorra und irgendwie auch so die Richtung. Ich habe manchmal das Gefühl, damit soll auch so ein bisschen die beiden Sachen, die ich jetzt erzählen will, Pädophilie irgendwie so, ja, und Inzest und solche Sachen salonfähig gemacht werden, weil was sich da abspielt, das ist einfach unfassbar. Ihr kennt vielleicht MILF-Männer. Kennt ihr MILF-Männer? Was MILF heißt, wisst ihr, ne? Mother, I would like to fuck. Muss man auch erstmal alles lernen, nicht? Also, wenn man so ein bisschen älter ist wie ich und außerdem naiv, also alt und naiv, das ist ja keine gute Kombination, dann kannte man das vielleicht früher gar nicht, nicht? Aber heutzutage muss man das ja alles wissen. Also, da gibt es so eine Sendung, die heißt MILF Männer, die spielt in Amerika, nicht? Also, die spielt eigentlich in Amerika, aber ich glaube, die sind in La Paz, also nicht. Also, jedenfalls, wie gesagt, amerikanische Sendung beim Learning Channel, ne? Da kann man also alles drüber lernen. Und da geht es darum, das ist, also, da sind so Frauen in meinem Alter, nicht? Also, kurz vor der, vorm Seniorenessen oder vor der Seniorenkarte sozusagen, nicht? Und vorm Entzug des Führerscheins. Also so um die 50, Mitte, ja, Mitte 50 irgendwie. Und die treffen auf Männer, ich würde sagen, das sind eigentlich eher Jungs oder Kinder, nicht? Die sind so 19, 20, nicht? Und die treffen sich in so einem Haus, so wie bei Bachelor, Bachelorette und wie der ganze Kram da irgendwie heißt, und sollen da Pärchen bilden, nicht? Also total verrückt, muss man sich immer mal vorstellen. Also da, manche sind da irgendwie in so einem Altersdings nur erst 30 und sie ist 40, das geht ja noch, als bis 15 Jahre finde ich völlig harmlos und überhaupt. Und insgesamt, ja, bei Liebe kennt man kein Alter, das ist mir schon klar, aber da geht es nicht um Liebe, nicht? Also Mother, I would like to fuck, da ist ja mit Liebe nichts drin, das ist ja nicht Mother, I would like to love, da wird es ja Mill heißen, das ist ja auch wieder Blödsinn. Also wie gesagt, nee, und diese Kinder, die sie da treffen irgendwie, die sollen ja, wie gesagt, so Pärchen bilden. Und der größte Altersunterschied, den ich da gesehen hatte, waren irgendwie 39 Jahre. Nicht? Also ich gucke mir die echte Sendung nicht an, ich gucke mir nur die Verarbeitung der Sendung durch diese anderen Leute halt an. Und das reicht dann auch schon. Also dann weißt du auch schon Bescheid, um was es da geht. Und wie gesagt, das ist ja noch erstmal, denkt man, harmlos. Aber jetzt kommt es noch viel besser. In der letzten Staffel war es so, dass diese Mütter, die tauchen dann da auf, nicht? Also die sind natürlich auch alle traumhaft schön, nicht? Also die sind alle, nicht? Also Lippen, Wimpern, Haare, alles gemacht, nicht? Haben irgendwie auch alle das gleiche Kleid, nur in verschiedenen Farben, alles immer ganz kurz und also alles ganz tippitoppi alles, ne? Gestrafft, gezogen, also die sehen nicht einfach aus wie so eine normale Person, die auf der Straße rumläuft, sondern also ist alles tippitoppi. Und jedenfalls kommen die dann da an und dann kommt von der anderen Seite die Kinder, die Jungs, die Männer. Also die kommen ja von der anderen Seite, nicht? Und letztes Mal war es dann so, da stehen sie da und plötzlich, oh, das ist ja meine Mutter, nicht? Also ich bin dein Vater, nur halt als Mutter, nicht? Also genau andersrum. Und die stehen dann da, also die Frauen, und dann haben die plötzlich gesehen, das sind ihre Söhne. Also nicht alle Söhne, nicht? Also von jeder Frau ein Sohn auf der anderen Seite, nicht? Und der soll sich mit den anderen Frauen dann irgendwie Pärchen bilden. War natürlich alle ganz überrascht, nicht? Das kann doch gar nicht angehen. Ich weiß es nicht, meine Mutter oder mein Sohn, das hätte ich doch nicht gedacht, hin und her. Und dann geht es erstmal richtig los, nicht? Also bei einer Folge mussten sie die Brustmuskeln
ihres Sohnes erkennen mit verbundenen Augen. Also dann müssen die sich so gegenseitig befummeln und dann müssen sie rausfinden, was ist ihr Sohn. Welche Mutter kann denn die Bauch- oder Brustmuskeln ihres 19- oder 20-jährigen Sohnes irgendwie ertasten? Da stimmt doch schon mal die erste Sache irgendwie nicht. Ne? Aber das war alles noch halb so wild. Also da geht das dann irgendwie so hin und her und da fliegen immer welche raus, die sich dann irgendwie nicht gegenseitig als Favoriten gewählt haben. Ne? Man muss irgendwie sagen, hier José, den finde ich am besten und der sagt irgendwie Annabelle, die finde ich am besten und wenn dann die gegenseitig das Gleiche gesagt haben, dann können sie weiter mitmachen und wenn irgendwie nicht, dann, ja, dann fliegen sie halt raus. Nicht? Aber das war ja auch nicht mal das Schlimmste. Dann hatten sie Speed-Dating. Also man muss sich das alles mal vorstellen, wenn das allein andersrum wäre. Nicht? Also ich meine mit alten Opas und jungen Mädels, aber ja, Skandal, nicht? Oh Gott, ne? Pädophilie und alles ganz schlimm, aber so rum ist das irgendwie ganz normal. Nicht? Also wie gesagt, ich habe nichts gegen Beziehungen, wo die Leute 40 Jahre auseinander sind. Ne? Das ist ja kein Ding, aber da geht es ja um was ganz anderes. Das ist ja, ne? Milf-Männer, ich muss noch mal sagen, nicht? Milf, nicht Mil, Milf. Ne? Also dann hatten sie eine Sendung, da mussten sie Speed-Dating machen und dann sollten die sich gegenseitig Fragen stellen, um zu sehen, ob sie spirituell oder so chemisch eine Connection haben. Nicht? Und dann war da so eine Dame, nicht? Im mittleren Alters, möchte ich mal sagen, und die hat da kein Blatt vom Mund genommen, nicht? Also die hat den armen Jungen, der man kann sich gar nicht vorstellen, das war so einer mit so einem geringelten T-Shirt und so geschminkte Augen, so wie, Mischung so wie aus Grufti und Grunge irgendwie von damals, ihr wisst ja, früher gab es so ganz viele verschiedene Sachen, irgendwie, also wirklich ganz zum Gott erbarmen, nicht? Also wirklich ein kleiner Junge eigentlich im Endeffekt und dann sagt sie, und, bist du gut im Bett? Und er so, ne? Und dann, ja, was magst du am liebsten, ne? Möpse oder Arsch, nicht? Und dann sagt sie so, dies oder das, nicht? Also hätte nur gefehlt, dass ich dann ausziehe und sagt, ne, das oder das, was willst du haben, ne? Und what is your signature move in the bedroom? Ja, Signature Move. Ich weiß nicht mal, was ein Signature Move da eigentlich sein soll. Da gibt es einen Move und welchen kann man denn da noch machen? Gibt es da noch was anderes? Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir auch unten schreiben. Also jedenfalls unfassbar. Und er so, und hat irgendwas erzählt von spirituell und Verbindung und Chemie und ja und bla und blub, nicht? Aber die wollte eisenhart wissen, was Sache ist. Die hatte keinen Bock darum zu hängen. Die hat gesagt, die ist da, Milf, ne? Die ist dafür F drin, ne? Und nicht irgendwie, um da mit den Leuten rumzulabern. Also das ist eine Sendung wirklich, das ist wirklich absolut der Hit. Also müsst ihr euch angucken, Milf Männer, wenn ihr das, also wenn ihr euch gruseln wollt, also so, ne? Dann ja, ansonsten lieber nicht. Also da kann man aber trotzdem eindeutig sehen, was abgeht. Gibt es jetzt auch als DILF, da ist es dann aber nicht, wie gesagt, mit jungen Mädchen und alten Opas, weil das wäre Skandal, sondern mit Homosexuellen, nicht? Also da ist dann der eine so irgendwie gerade geboren, wenn ich mir die manchmal angucke, ne? Also auch so 18, 19, ne? Und dann irgendwelche alten Daddys dazu, ne? Die dann irgendwie halt alle schwul sind und dann sollen die da irgendjemanden finden und das ist dann die große Liebe oder ich weiß es nicht, ne? Das ist ja nur die eine Sendung, aber es gibt ja noch bessere Sendungen. Also nicht bessere Sendungen, aber bessere Sachen. Kennt ihr OnlyFans? Ja, da ist ja irgendwie auch die Frau von dem Wendler irgendwie angeblich. Ich weiß es nicht, habe ich nicht gesehen. Und das war ja irgendwie ein großer Skandal, nicht? War das irgendwie alle nackig und hast du nicht gesehen? Stimmt natürlich gar nicht, da gibt es auch andere Sachen. Aber vor allem eigentlich gehen die Leute dahin, weil sie nackige Leute sehen wollen oder Leute, die irgendwas Abstruses machen. Und da gibt es so ein Pärchen, das habe ich auch von dem Lazy, habe ich es erfahren, also dem Internet, der es immer so besprochen hat. Eine Mutter, die mit ihrer Tochter Sex hat und die filmen das. Ja, und die sind jetzt mittlerweile so reich, die haben sich eine Villa gekauft. Ja, die haben sich eine Villa gekauft. Also scheint irgendwie heutzutage alles ganz normal zu sein. Ja, das ist halt ihre Mutter, nicht? Die ist irgendwie ja auch so alt wie ich und sie ist irgendwie 20 und das ist ja alles ein großer Gaudi, ein großer Spaß und dann kannst du dir angucken, wie die beiden da zusammen im Whirlpool und so. Da fällt einem doch gar nichts mehr zu ein, oder? Vor allem auch, wenn da das wieder das Mädel mit dem Vater wäre. Ich meine, das ist Inzest, oder? Ich meine, ist bei Mutter und Tochter das kein Inzest? Was ist das denn dann? Gibt es ein anderes Wort dafür? Ich verstehe es nicht. Also wie gesagt, das sind halt so Sachen und da kann ich wirklich nur sagen, I'm offended, nicht? Aber ich bin halt auch, wie gesagt, alt und naiv. Also um da zu sehen, was sich in dieser Welt so tut, ne, müsst ihr euch wirklich im amerikanischen Trash-Fernsehen umgucken. Ne? Das ist ja das, was später auch zu uns kommt. Ne? Das ist ja immer ein bisschen später hinternach, aber eigentlich ist es dann auch so. Und ja, TLC, ne? The Learning Channel. Also da kannst du wirklich lernen, was in dieser Welt so abspielt und was man eigentlich gar nicht wissen möchte. Obwohl man es natürlich gar doch wissen möchte, nicht? Also ganz ehrlich, man will es natürlich wissen, sonst würde man es ja nicht gucken. Ne? Und ich bin ja auch ein großer Fan von Tratsch und Klatsch. Habe mich jetzt gerade auch in letzter Zeit mal wieder ein bisschen mehr mit meinem Lieblingsthema beschäftigt. Ne? Wer mit wem, warum oder warum nicht oder wie nicht mehr oder wie lange noch oder mit wem vorher oder was es da für Probleme gab und so. Ist ja alles hochinteressant. Das Schöne bei solchen Sachen finde ich ja einfach immer, man guckt sich's an, nicht? Gerade wenn man vielleicht irgendwie mal eine schlechte Phase hat und dann denkt man, Mann, die sind ja irgendwie so reich, verdienen ja irgendwie Millionen und dann erleben die da so eine Scheiße und bei denen ist das Leben ja noch viel kaputter als das eigene, nicht? Also ja, selbst wenn die Regierung versucht, das noch kaputter zu machen, aber trotzdem. Also ich gucke das immer gerne, selbst wie gesagt, wenn es mir einfach mal nicht so gut geht oder wenn man im Spiegel guckt und sagt, oh, wie siehst du denn wieder aus, brauchst du nur da gucken und dann, ne, die ganzen Operationssendungen, nicht? Also Stacey, Darcy und so weiter. Habt ihr die Gesichter von dem gesehen? Kennt ihr die? Stacey und Darcy? Ich glaube, die heißen Stacey und Darcy. Die lassen sich immer operieren, die sahen eigentlich mal ganz normal aus und jetzt, ja, jetzt sehen sie halt aus, wie sie aussehen. Also ich könnte euch doch noch mehr darüber erzählen, aber das soll erstmal reichen. Ich möchte einfach nur sagen, ich bin offended, nicht? Und ich weiß gar nicht, wohin das in dieser Welt noch kommen will. Kein Wunder irgendwie, dass die Leute an Corona, Klima und Genderismus glauben. Wenn sowas im Fernsehen läuft, ist es ja alles, ja,
Nicht verwunderlich. Das wollte ich euch sehen, meine Lieben. Ich gehe jetzt erstmal den letzten Tag hier an den Strand und gucke mal irgendwie, ob ich noch ein bisschen Bräune abgreifen kann. Aber irgendwie bei mir wird sowieso mal alles ganz unordentlich. Besser wird es nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, demnächst kommt dann vielleicht wieder ein anderes Thema. Aber ich finde, wie gesagt, dieses Thema ist auch wichtig, weil das einfach auch zeigt, wie die Pädophilie quasi in unseren breiten salonfähig gemacht werden soll. Bis dann!